Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen, Thüringen 2. Ich nehme jetzt eine Planänderung vor, und zwar mache ich Silo nicht weiter voll. Ich werde jetzt das ganze Exegut im globalen Markt reinfahren. Aus einem einfachen Grund: Hier wird demnächst ein Umzug stattfinden, im Oktober. Den genauen Termin weiß ich noch nicht, aber er wird Oktober, kann man sagen, ist ja lang, ne? Aber wie gesagt, so schnell wie möglich. Die Ernte an sich dauert auch noch ein bisschen, also Umbau auf globalen Markt. Ist ja an sich kein Problem. Ja, aber wir können ja später im Prinzip hier das gleiche abladen, auffahren, beladen, ne, beladen nicht, abladen, Lager. Und Gas geben, ne? Der erste. Ich werde auch gleich noch einen zweiten Hexler kaufen. Das ist ganz wichtig, damit wir vorankommen, ne? So. Ich kann ja später wieder rausfahren. Ich muss das ja nicht. Doch, ich muss verkaufen, damit es später wieder zurückkaufen kann. Damit die Karte nicht neu starte. Ohne alles. Globaler Markt soll ja fest erbaut sein. Ist es dann trotzdem drin, ne? So, dann ist es ja da. Wenn ich es nicht verkaufen würde, dann wäre es weg. Der Umzug heißt für mich, ich muss alles jetzt vom Lager und die Kühe umsteuern, ne? Sobald das mit den Häckseln gut klappt. Wieso stehen sie jetzt hier? Wenn die Ernte läuft, dann können wir uns um alle anderen kümmern, sagen können. Das sind vier Folgen ungefähr. Fünf. Und Freitag ist ja Livestream. Und morgen gerade nur so eigene Sache. So. Ich muss nur schauen, dass alles schon der Häcksler noch nicht. Der steht noch. So, der ist nicht. Einstellen. Jetzt fährt er los. So, zweiten kaufen. Das heißt, mal gucken, Arbeitsbreite hat. Doppelt mal Meter, glaube ich. Das anscheinend. Feldhexer Schneidwerke. Was ich eine Garage habe, kann ich ja im Prinzip erkennen. Und zwar an den. Den habe ich gerade drin. Also brauche ich einen für 9 Meter. Guck mal nach Krone, mal anders nehmen, ne? Mal eine andere Marke. Wir haben verschiedene zur Verfügung. Wir haben noch ein Glas mit Rädern. Und wir haben die Krone 1000. Breitreifen. So, haben wir sowas mit 10 Meter? 9 Meter oder so? Breiter darf es gern sein, nur schmaler nicht. Ah, ich kaufe den mal. Oh, viel Geld. So,
drücken und dann gleich gucken. Schneidwerk braucht er den X-Colette 900-3. X-Colette 900-3. Das ist verkehrt. Genau den. 9 Meter passt genau. Dann kann der nämlich einsteigen und helfen. Und zwar irgendwo in der Spur werde ich ihn reinbringen. Macht keinen Sinn, ne? Mittendrin. So. Das heißt, Verteiler verdichten. Werden wir gleich. Ja, die stauen. Stau. Damit wir vorankommen, ne? Das ist ja ganz wichtig. Dass wir wirklich schnell das Feld abernten können. Ich hoffe, dass auch Wetter passt für Soja, ne? Das auch ernten können. Ansonsten muss man auch mit anderen Schneidwerk auch Reste mitnehmen. Gibt es ja doch ein spezielles für. Ob es funktioniert, weiß ich nicht genau. Mal gucken. Einfach mal testen. Wie die Musik nicht lassen. Ja, okay. Hat nur Titel gewählt. Dann kommt man ein bisschen so Beobachtung her und dann gucken. Ja, Ton ist auch ein Maximum. Mikrofon. War schon so. Bei anderen Blocking. Ja, schnell mal Richtung Feld fahren, ne? Sozial nichts. Da muss ja auch noch eine Ernte, also abgehängt werden. Dann können wir dann in aller Ruhe das abernten, global Markt reinbringen, verkaufen und beim nächsten Mal, wenn wir es wieder beim Hof, einfach einkaufen. Und dann können wir das entsprechend, so wie es lustig sind, verarbeiten. Ne? Entweder Vermeter oder Silo. Ne? Das kann man ja egal. Das kann man genauso fahren und rausfahren wie normalerweise, ne? So direkt vom Silo. Im reellen Leben wäre es so nicht gemacht, weil das ja irgendwie verderblich ist. Ne? Nach einer gewissen Zeit wird es ja schon gärig. Ideal ist es gleich vom Feld mit der Verarbeitung, also dass es dann im Prinzip gelagert werden kann. Gut, in dem Falle, wir haben ja hier ein Spiel. Ein Spiel ist nicht alles 100%, also machen wir das mal so, dass wir optimal draus rauskommen, ohne große Verluste. Die Kühe müssen noch von dem Kuhstall für Milch weg zum Hauptstall, damit ich versuchen kann, alle Kühe in einen Spielstand drüber zu nehmen, dass ich keine Kühe vergesse. Die Milchkühe sind wichtiger als die Kälber. Möchte aber keine Kühe an sich verlieren. Weil nämlich die Ställe, die bleiben nämlich. Kriegen zwar Futter mit zu, und wenn alles ja, schief läuft, dann muss man die halt, keine Ahnung, irgendwie mit zuschreiben, ne? Keine Wolfe mehr, muss ich. Aber ich möchte schon die neue Karte nehmen. Erstens wegen Verbesserung, zweitens werden ist der eine oder andere Fehler vielleicht gefixt, gehe ich von aus. Und in dem anderen Grundgröße bleiben, nur dass die Position dazu kommt. Säge weg, kommt eine andere Position. Ist schon da. Hier müssen wir ganz kurz den Kurs laden. Und zwar ist das ja 13 nicht. Erntefeld. Oh Mann. Jaguar. Mais. Das ist es normalerweise. Dann. Da haben wir die Punkte schon. So, wollen wir nur gucken. Und da ist Ende. Und ich befinde mich hier. Das heißt, wir müssen hier in der Mitte irgendwo anfangen. Wir müssen nur hoffen, dass irgendwo ein Abfahrer kommt, ne? In der Mitte heißt X, aufklappen. Dann haben wir hier nach vorne gehen. Mal X.
die gleiche Arbeitspreise breite wie beim beim Glas. Von daher ist das nicht dramatisch, ne? Also hier befinden wir uns aktuell. Zweite Vorgewende. Warum nicht? So, hier, da Arbeit, komm. Da muss er mal schnallen, ne? So. Das wäre ungefähr ein bisschen noch. Der andere muss noch eine Runde fahren, komplett. Hier steigen wir ein, das ist genau richtig. Beziehungsweise, oh. So. Das ist kein Mod, ne? Ah! Feldmodus hätte machen müssen. Gut. Ja, mit 41 km/h übers Feld stoppen, das ist nicht schlecht. Ohne Abfahrer. So, wo sind die Abfahrer? Na, du meinst ja verlaufen uns garantiert. So. Du brauchst keinen Kalb, aus dem geflügt werden muss. Ah! Das wird interessant, ob der jetzt entsprechend da entsprechend rausschmeißt, ne? Also gleich voll ist. Nee, ich bin ja neugierig dafür. Also das würde ich nun wissen, ne? Das wäre ja eindeutig. Na doch, hat er verschenkt, ne? Das ist ja eine neue Version von Autodrive, die R6, von Bruno Fehler gefixt und Verneuerung, keine Ahnung was. So kenne ich mir Materie nicht aus. Er ruckelt ein bisschen, weil er so, so schwer rankommt. Ja, okay. Hoffen wir, dass er irgendwann näher seitlich fahren kann in diesem Fall. Aber besser als nur einer, ne? So. Das wäre das jetzt. Jetzt müssen wir gucken, dass das hier läuft. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Ne? Warum läuft das hier nicht? Das ist doof. Plan geht nicht auf, scheiße. Entschuldigung. Das funktioniert dann nicht. Was mache ich dann am besten? Das Lager bringt auch keine Punkte. Das Lager muss ich auch leer fahren. Ja, dann muss ich doch noch auf Silo bringen. Spur 1. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, ne? Dann kommst du Spur 2. Ah, relativ 42 Maisfeld hier, ne? Ah, ja. Ich. Ausfall.
Ja, Milch. Gut, wenn meine Milch ein bisschen weniger wird, okay, mit Leben. Spur 3. Spur 4. Also tue ich jetzt ein bisschen blöd, ne? Aber was soll's. Spur 1. Das Häcksler. Hoch 5, ja. Düngen. Dann braucht den zum Verdichten her. 13. Dann machst du Punkt 5. Ja, das ist ein bisschen blöd, ne? War ja noch nicht so gedacht, ne? Jetzt muss ich übersehen, dass ich den anderen großen den Holland hier, den blauen vom Sägewerk mit dazu nehmen kann. So, der kann vorne kein Gewicht. Aber der kann breit reifen zumindest, ne? Und hinten ein Gewicht anhängen. Haben wir garantiert noch. Ja, das Sägewerk lassen wir jetzt links liegen, das ist nicht so tragisch. Das muss ich sowieso verkaufen. Kein Hexenbuch sein. Ja, ist ja auch logisch, ne? Wäre ja auch nicht richtig, ja. Aber schön wäre es gewesen. Gut, dann wollen wir sehen, dass wir das noch verdicht kriegen und entsprechend, ja, verhökern. Zumindest im globalen Markt. Ich habe garantiert noch ein Gewicht zu liegen. Für hinten. Und dann kann der verdichten nebenbei. Ey, das ist noch so ein Cheat. Ja, wir haben noch ein, zwei hier. Das tut blöd, ne? 1000. Wenn wir beide nicht mehr haben, ne? Du hast 700, sogar noch weniger. 1000. Ja, dann mal ein bisschen die Reifen verbreitern, wenn es geht. Drei Achser, drei Reifen drauf, wenn es geht. Und dann kann er Platz machen. Eigentlich fährt er hier nicht lang. Man weiß ja nie. Oder wieder tanken. Ach. Konfigurieren. So. Ich habe meinen Plan durch hinfällig, ne? Ja. So. Radgewichte. Trainingsbereifung. Das ist wichtig. Lass das Gewicht fallen. Können wir schön verdichten. Ah, die fahren ja leer, entsprechend die Runde zurück. Okay. Ich fahre jetzt zum Silo, verdichten. Junge, jede Folge geschafft. Viele vorbeige Zeit. Wahnsinn. Zuschauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Auch wenn es nicht ganz geklappt hat mit meinem Plan. Muss doch irgendwie anders hinkriegen, ne? Mit dem Radlader nachher einen LKW beladen und dann entsprechend mit vor der Quatsch und Silo. Lagen und globalen Markt fahren. Und schau, das soll es heute gewesen sein. Und tschüss. Und ciao. Nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's weiter hier in Thüringen. Am Dienstag, ne? Schönen Wochenende euch noch. Ja, dann geht's weiter. Morgen in Thüringen. Tschüss. Oder ist hier.